Hi, wunderschön, da bin ich wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum neuen Video. Wenn ihr das komische Geräusch hört noch, wie von dem Video davor mit dem Propeller-Ding. Meine Freundin spielt jetzt gerade damit und versucht das Ding zu steuern. Und die Katzen, ihr ist es gerade. Ihr ist es gerade. Na, mach mal an. Oh, die fliegt. Oh, Schatzi kann das schon richtig gut. Die stellt sich auch nicht so lustig an wie ich. Wir wollen aber jetzt eigentlich von AOK das Headset machen. Das hier. Musst du nur rufstecken. So. Also kann sein, dass ihr weiter dieses Geräusch hören werdet, weil Schatzi macht das Ding echt mega mäßig Spaß, so wie es aussieht. Oder? Ja. Oh. Au! Ah, da fehlt ein Propeller. Unter deinem Stuhl. Ach, hier. Ja. Ja, das ist spontan. So, der ist übrigens für die Leute, die das Video davor nicht gesehen haben, das Propellerteil, das ist auch von Auke. So, jedenfalls, wir machen das jetzt. Ich zoom mal so ein bisschen ran und richte euch so ein bisschen auf den Tisch, damit wir mal auspacken können. Oh, cool. Das ist ja clean. Hier haben wir denn noch so einen Schaumstoff, da war das drin. So. Also das war hier so oben drauf, damit das dann halt in der Verpackung halt geschützt ist. Das brauchen wir jetzt natürlich nicht. Wir nehmen das mal raus. Pappe raus. Dann haben wir auch wieder eine Wartungskarte und eine Anleitung bei Auke natürlich in Deutsch. Da brauche ich jetzt gar nicht mehr großartig reingucken, das weiß ich hundertprozentig. Dann haben wir hier so ein Pinöpel, so ein Ersatzpinöpel, seht ihr das? In der Tüte, der wird dann auf Set drauf gemacht. Und ein Ladekabel, der braucht auch gar nicht so lang sein, deswegen ist es hier echt nur so ein kleines Stücke, weil wir brauchen kein so langen Kabel, wir brauchen das ja nur zum Laden. So, jetzt werden wir das mal rauszoomen. So, und dann gucken wir uns das mal an. Hier steht dann auch Auke drauf. So. Hier haben wir den Klavierlack. Hier ist dann so matt. So, hier sieht aus wie gebürstet. Finde ich vom Style her ganz schicki, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie das sitzen wird, weil ich hatte noch nie so eins mit so einem kleinen Pinöpel da. Und das wird hinterm Ohr gemacht. Aber erstmal müssen wir das natürlich mit unserem Handy verbinden. Und ohne die Anleitung zu lesen, weiß ich bestimmt, wie das geht. Muss erstmal Bluetooth anmachen. So, Bluetooth ist an. So, ich drücke jetzt einfach mal den Powerknopf. Das wird der hier sein. Jetzt blinkt es. Und wenn man hier drückt hält, dann blinkt es blau und rot. Das kenne ich nämlich von anderen Headsets. Scannen. Und er findet nicht, oder? Ach doch, da ganz unten ist es. Muss erstmal die Liste nach unten gehen. Kopplung. So, jetzt bin ich damit verbunden. Könnt ihr vielleicht da sehen. So. Und dann kann ich jetzt bei Einstellungen natürlich sagen, was anrufen ist grün, Medienwiedergabe ist grün. Kann ich bei mir im Handy dann halt einstellen. Das ist halt immer unterschiedlich, denke ich mal. So. Jetzt habe ich entkoppelt aus Versehen. Ich muss jetzt mal wieder koppeln. So, jetzt bin ich wieder gekoppelt. Verbinden. So. Na, geht auf Zahnrad. Umbenennen. Ich könnte es jetzt auch umbenennen, aber ich lasse es halt so, wie es ist. Jetzt muss ich nur gucken, wie das jetzt am besten
Ist das was für links? Oder kann ich das doch umdrehen, dass ich das rechts machen kann? Ach so, ich kann das einfach drehen. Das hier kann ich drehen und dann kann ich es für links und für rechts. So. Und ich will natürlich auf der rechten Seite, weil ich mache, hab so eine Ohr raus, drin hier. Ach so, wo ist denn hier Plus, Minus? Ist hier unten. Erstmal noch gucken, dass ich das vorher schön auf Plus mache. Ach nee, Plus ist da hinten. Genau, so ein leichtes Piepen. So. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich, wie man das hier so aufsetzt. Aber wie ihr seht, er sitzt wirklich fest. Und ich werde mal gucken. Ich rufe mal meine Mutter an. Moment. Ah, jetzt kommt Freizeichen. Also Düdüt hat sie gemacht und jetzt ruft er an. Dann kann ich gleich mal die Audioqualität überprüfen. Ah, der Tuten ist schon mal normal. So, kann auch hier noch lauter machen, oder? Nö, lauter geht nicht. Ich hoffe, meine Mutter geht doch hin. Ja, Icke, dein Sohn. Hörst du mich gut? Irgendwie knacken, irgendwelche komischen Geräusche oder ist alles im grünen Bereich? Das ist alles gut. Also so, als wenn ich normal mit dir telefonieren würde. Gut, weil ich teste gerade ein Headset. Ja. Ja, du bist an irgendeiner Tüte dran. Ne? Futterchips oder so. Nougat. Nougat futtert sie. Okay, gut, das war's schon, oder? Ciao. So, entweder habe ich jetzt aufgelegt oder Mutter hat aufgelegt, aber ich habe ein Dülüdüt gehört. So, und jetzt werde ich das nochmal mit der Medienwiedergabe versuchen. So, und ich habe die Erlaubnis, kann ich jetzt gleich mal sagen, hier kann ihr, seht da gleich ein Logo hier unten eingeblendet, Störtepriester, dass ich die Musik von Störtepriester bei sowas hören darf. Ich muss jetzt erstmal nur, ich habe es noch nicht von Störtepriester auf dem Handy, ich mache das gleich mal über die YouTube-App. Aber falls ihr gleiche Geräusche hört, dann gibt es wenigstens nicht mit der GEMA. Obwohl, gibt es ja sowieso nicht mehr mit der GEMA jetzt. Die haben sich ja mit YouTube geeinigt. Störtepriester. Ich werde euch auch die Jungs mal unten runter verlinken. Die müsst ihr euch mal anhören, die sind richtig genial. So, Störtepriester. Was hören wir denn jetzt für ein Lied? Achso, das sind ja die ganzen Podcasts. Der macht auch richtig gute Podcasts, der Typ. Was wollen wir denn hören von Störtepriester? Feuerschnaps Benzin, genau, Feuerschnaps Benzin, das ist ein richtig geiles Lied. Feuerschnaps Benzin. Ist eins von meinen Lieblingsliedern. Ich habe natürlich 5 Sekunden Werbung hier, müssen wir kurz warten. So, Werbung überspringen. Ich spule auch mal ein bisschen. Also die Qualität ist eigentlich ganz gut sogar. Der Bass kommt rüber, man hört die Musik gut. Es ist jetzt natürlich nur ein Mono, weil ich habe es nur auf einem Ohr. Aber dafür, dass es nur Mono ist, hört sich das echt sauber an. Also dafür hört sich das echt sauber an. Na, werden wir mal noch mal einen Test machen. Mal gucken, wie sich mein Handy schlägt. Wir nehmen jetzt einfach mal eine neue SMS, will ich schreiben. So. Ich zeige euch das mal. Ich bin jetzt ganz leer auf SMS schreiben. Und ich drücke jetzt da unten diesen...
Eingabe-Button dafür Stimme. Und mal gucken, ob, ist ja alles über Headset jetzt. Esel fressen, Nessel, achso, der Piepen kam zu spät. So. Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Esel nicht. Esel fressen, Nessel nicht, Nesseln fressen, Evil nicht. Ja, fast. Also fast. Ja. Auch die Spracherkennung haut eigentlich gut hin. Aber das mit dem Evil, das ist auch Samsung manchmal. Das macht aus, dem sagt man irgendwas und dann macht er irgendwie was ganz anderes. Aber egal. So von der Klangqualität bin ich auch überzeugt. Ich habe meine Mutter auch gut gehört. Musik war auch gut. So ja, sehr gut. Also ich bin da ein bisschen überrascht, dass es über Mono trotzdem so gut sich anhört. Ich werde die Freisprecheinrichtung jetzt einfach noch ein bisschen testen. Wenn ich die nächste Zeit so ein bisschen... Ah, jetzt habe ich Ton gehabt auf dem Handy und gleichzeitig auch den Ton im Headset. Finde ich gut. Also falls ich es mal nicht höre. Oh, Entschuldigung Leute, ich habe immer noch Schnupfen und ich hoffe, dass es bald weg ist und dann kommen auch wieder richtig Videos. Ich werde jetzt das Headset auf jeden Fall weiter testen. Wenn ich jetzt demnächst unterwegs bin und so, macht sich bestimmt auch ganz gut. Oder wenn Schatzi dann in Berlin ist und wir telefonieren, dann habe ich die Hände frei, dann brauche ich mir nicht das Handy die ganze Zeit ans Ohr klatschen. Weil ich hatte ja Headset, aber Headset ist im Auto und Auto ist geklaut. So. Aber nichtsdestotrotz, das wart jetzt auch mit den Auke-Videos. Schatzi hat jetzt, glaube ich, mit dem Flugzeug jetzt auch aufgegeben. Warum hast du aufgegeben, Akku leer? Später weitermachen. Also sie will später weitermachen, sie will jetzt hier im Video nicht stören. Auch nicht schlecht. Ja. Ich verabschiede mich dann jetzt erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wie gesagt, so vom ersten Eindruck bin ich jetzt vom Headset sehr begeistert. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Das kommt dann erst, kann ich dann erst nach einer bestimmten Testphase sagen. Aber so schlägt sich das schon im ersten Eindruck sehr gut. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.